Hallo Freunde und Freundinnen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr in der Überschrift gesehen habt, gibt es heute was just for fun. Mit ganz großer Verletzungsmöglichkeit. Noch sehe ich völlig unverletzt aus, unzerkratzt und irgendetwas. Aber ihr werdet sehen, das könnte sich im Laufe des Videos ändern. Ich hoffe, mir passiert nichts, aber ich denke, ich erzähle euch mal, um was es geht. Das sind meine Naturnägel. Natürlich jetzt schrabbelig, nicht gut manikürt, beziehungsweise noch nicht. Also sie sind schon relativ lang, sind nicht gerade kurz, halt das Normale. Schneide sie mir meist bis auf Fingerkuppenlänge ab und damit bin ich voll. Damit kriege ich Verpackungen auf, alles super. Jetzt sehe ich in ganz vielen Videos, und da beginnt der Fun-Faktor, Frauen, gerade aus der Beauty-Community, die irre lange Nägel haben. Also vorwiegend bei Instagram. So bei YouTube, bei den deutschen YouTubern weniger, aber bei den amerikanischen, da scheint das noch mehr in zu sein als bei uns. Da habe ich gedacht, Teufel noch eins, wie fühlt sich das an, wenn du so lange Nägel hast? Was, wie geht das? Wie kriege ich mein Make-up ins Gesicht, ohne einen Rotkreuzbeutel dabei zu haben? Habe ich gedacht, probiere ich doch mal aus, ne? Wäre nicht blöd. Und da die jetzt ja sowieso neu gemacht werden müssen, kann ich mir die, Gott, sind die hässlich, oder? Kann ich die auf meine Nägel draufkleben? Die haben so ein Klebepad, hoffe ich zumindest, dass ich die danach wieder abholen kann und dann meine Nägel sorglos manikürieren kann. Na, da haben wir schon das Problem. Hab die Gedönsdinger mal ausgepackt und dabei ist so ein Nagelkleber. Ich werde immer nur einen Tropfen da drauf machen, in der Hoffnung, dass ich nicht eine Woche mit den Dingern rumlaufen muss, weil das wäre eine Katastrophe. Ich bringe mir die jetzt mal auf meine eigenen Nägel und dann sehen wir uns wieder. Habe ich Angst? Klar, vor mehreren Dingen. Zuallererst, dass ich sie nicht wieder abkriege. Zum Zweiten, dass ich mich tatsächlich verletze, weil guck dir das an. Das ist ja wohl echt krass. Und ich hatte ganz große Probleme. Bei der einen Hand war das kein Ding. Aber die Nägel auf die zweite Hand zu kriegen, das war schon ein Ding. Ja, also die aufzuheben, den Kleber da drauf mit dieser Pipi-Verpackung. Und ich habe beinahe meine Kamera nicht angekriegt. Weil da brauchst du einen Fingerprint für. Und damit einen Fingerprint hinzukriegen, ist aber ja nicht so einfach. Aber was ich voll durchaus feststellen durfte, ist, ich scheine Normnägel zu haben, weil alle passen. Guck, ist er? Als nichts irgendwie komisch. Krass, hätte ich nicht so gedacht. Jetzt geht's aber los. Und ich finde, wir fangen gleich mit dem Problematischsten an. Concealer. Weil ihr wisst, ich dippe mir Concealer mit den Fingern unter die Augen. Habe ich extrem Respekt vor. Aber erstmal drauf. Also das geht leicht auf. Klar, so lang sind sie ja nun auch wieder nicht. Schon ganz andere Dinger gesehen, aber für mich ist das schon echt krass. So, also auftragen ist easy peasy. Das kriegt jeder hin, glaube ich. Wo ich auch noch mal ein Problem sehe, ist mit Eyeliner, ne? Ihr wisst, ich trage Eyeliner. So. Oh oh. Oh oh. Oh. Brauche mich nicht, weil guck mal, komm da gar nicht dran. Aua. Aua. Nee, ich nehme Pinsel. Sorry, aber ich will noch weg. Also muss ich A, die Nägel abkriegen und B, einigermaßen vernünftig aussehen. Guck, jetzt weiß ich, warum Pinsel so weit verbreitet sind. Macht Sinn, ne? Weil mit den Händen funktioniert es ja nicht so gut, ne? Habt ihr schon mal so lange Nägel gehabt? Jetzt im Ernst. Ich meine, bei manchen sieht es ja gut aus. Aber was mich daran stört, ihr wisst, ich bin ja mehr so Mensch natürlich, ne? Also so, hau nicht so voll in den Farbkasten. Ich benutze alles in Maßen, nicht in Massen. Und bin eher so auf der natürlichen Seite, bilde ich mir jedenfalls ein. Ne? So, klar färbe ich mir seit neuestem meine Augenbrauen. Klar kann ich auch nicht leugnen, dass ich gerne schwarze Wimpern hätte. Von Haus aus. Also nicht nur
mit Wimperntusche, so wie die, wie ich die jetzt schon drauf habe. Weil ohne habt ihr mich auch schon gesehen und habe festgestellt, das sieht ein bisschen krank aus, ne? Also mache ich mir jetzt, obwohl ich sonst, guck mal, jetzt habe ich was Schwarzes gesehen, in meinen Ponyhaaren, habe ich wieder beim Wimperntuschen geschlampt. Kriege ich nicht raus. Was ist das? Herbst. Übrigens danke, wer mir jetzt Gesundheit gewünscht hat. Achso, ich wollte noch was mit euch besprechen. Ich mache jetzt ein Fun-Video, weil ich da Lust zu habe. Ach, guck mal, aber für die Friese ist das toll, ne? Brauchst gar keine Bürste. Schau mal. Das ist ja cool. Na, irgendein Vorteil muss das ja haben. Nee, aber was ich gerne mal wissen möchte, ich möchte jetzt nicht nur noch so Make-up-Fotos, ne? Weil ich muss euch sagen, ich habe jetzt so viel aussortiert, das habt ihr gesehen, in den Shop gestellt. Da hat auch jemand anderes noch was reingestellt. Also schaut nochmal nach. Unten ist der Link in der Infobox. Und ich möchte nicht mehr so viel kaufen. Ich möchte nur noch das kaufen, was ich brauche. Und da ich wenig brauche, wird das wahrscheinlich weniger werden. Ja, aber ich habe noch eine Abo-Box. Da wird bestimmt das ein oder andere Interessante drin sein. Jetzt aber meine Frage. Habt ihr Lust, wenn ich mich fertig mache, weil ich werde dann mal mit Favoritenprodukten, mit habe ich gerade wiedergefunden oder sonst irgendwas, da werde ich euch die Produkte dann auch zeigen, so wie ich sie jetzt auch kurz in die Kamera halte, wenn wir daraus auch irgendwie ein Diskussionsvideo machen. Zum einen, ich könnte euch anbieten, ich mache ein Video über Inhaltsstoffe in Kosmetik. Ja, sei mal ein bisschen leise da drunten. Nicht nur LKW, auch Rumbrüller. Oder ich suche mir für den Tag, wo ich drehe, eine Nachricht aus. Eine Nachricht vor allem. Eine Nachricht aus, die uns alle irgendwie betrifft, worüber wir dann auch mal diskutieren können. Ich habe nämlich gesehen, in meinem letzten Video, guck mal, jetzt schon so ein Schlumpf abgegangen. In meinem letzten Video habt ihr euch massiv in den Kommentaren beteiligt, was ich super finde. So, jetzt pass auf. Das heißt, schon mal, die gehen leicht ab. Und wir haben eine tolle Diskussion eröffnet und sowas finde ich auch schön und vielleicht interessiert den einen oder anderen das auch. Könnt ihr ja mal unten abstimmen, ob Inhaltsstoffe oder aktuelle Nachrichten oder eine Idee, die ihr noch so habt. Weil es wird auch noch eine Verlosung geben, da werde ich 3 Pakete verlosen. Es wird aber mehr so zu Nikolaus, also nicht zu Weihnachten, sondern zu Nikolaus stattfinden, ist wieder dran. Und alle so Kleinigkeiten. Ich möchte mal über Zucker als Nahrungsbestandteil sprechen. Solche Sachen. Wisst ihr, so ein bisschen mehr Hintergrund oder Thema. So, jetzt haben wir aber das drauf. Ja, die Augen sind noch heile, alles gut. So, jetzt benutze ich dieses Produkt und trage mir das auf meinen frisch gewaschenen Pinsel auf. Guck, so kann er aussehen. Der von It Cosmetic. Oh, den liebe ich. Das ist so ein Allrounder, ne? Concealer, Make-up oder in diesem Fall getönte Tagescreme. Oh, ich liebe den. Ehrlich, ich liebe den. Pinsel und Tagescreme. Ich mache mein Favoritenvideo, glaube ich, ne? Habe ich das dieses Jahr überhaupt schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Spiegel. Ja, das ist ja nun relativ einfach, ne? Da besteht ja keine Gefahr, außer ich stelle mich richtig doof an. Oder ich würde versuchen, die Foundation bzw. die Tagespflege mit der Hand aufzutragen. Aber ich glaube, das war nicht Bestandteil meiner Challenge, oder? Nö, ich glaube nicht. Also machen wir so, wie gehabt. Heute habe ich auch nicht so viel. Jetzt mache ich noch oben und dann komme ich wieder. Oben heißt bei mir immer unterm Pony. Den habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, meine nackte Stirn. Jetzt sehe ich was und tada, ich habe sie wirklich leicht befestigt. Also ich habe die jetzt hier nicht so bombenfest, weil ich will sie wirklich nach dem Video abmachen. Und dann habe ich ein paar so Besorgungen zu machen. Meine Schwester kommt zu Besuch, die hat gerade angerufen, war gar nicht so einfach ans Telefon zu gehen. Aber schön, dann können wir auch mal ein paar Alltagssituationen damit aus. Ich krieg's nicht drauf. The struggle is real, würde der Engländer jetzt sagen. Ja, die Alltagssituationen sind wahrscheinlich das,
Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Nägel auf meiner Tischplatte abfärben, wenn du darüber kratzt, sollst du also auch nicht machen. Aber das sind jetzt auch Billigversionen, also das ist jetzt nicht das Teuerste. Das Witzige wird sein, es gibt 3 Pakete zu Nikolaus und einer von euch, verratet dann noch wer, bekommt ihn rot. Könnt ihr selber mal ausprobieren, was habt ihr jetzt davon? Weil die gab es nur im 2er-Pack. Ich wollte so ökologisch und günstig wie möglich einkaufen. Gab es ein 2er-Pack, habe ich gedacht, naja, ne, Prost. Oh. Ihr seht, ich bin etwas gestresst. Sehe ich aus? Muss mal gucken, ne? Na, nicht so besonders gut. Ich mache noch mal ein bisschen Concealer drauf. Alter. Irgendwie habe ich das nicht so gut hingekriegt. Wahrscheinlich, weil ich abgelenkt bin von den Dingern. Außerdem zittere ich wie verrückt, weil es meine 2. Kanne Kaffee heute. Achso, nee, ich wollte ja noch auf der Nase, da hatte ich irgendwas. Entschuldigt, wenn das schon wieder alles so ein bisschen durch ist, aber... Oh, das Leben ist hart, ne? Und mit langen Fingernägeln ist es härter. Der Struggle is real. Ui, 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 ui. Also Pinselarbeit geht. Ich nehme an, dass irgendjemand, der solche Nägel hatte, damals herausgefunden hat, dass man mit Pinsel alles viel leichter auftragen kann. Muss wohl sein, weil im Grunde genommen verteilt sich Foundation und alles, was aus Creme ist, durch die Handwärme viel besser als mit dem Pinsel. Aber dann haben sie uns ja jahrelang suggeriert, benutzt einen Pinsel schöner. Habt da gleich die Möglichkeit, Geld für Pinselseife auszugeben. Muss so gewesen sein, dass das jemand hatte oder erfunden hat, der lange Nägel hatte. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Übrigens habe ich euch ja das in Concealer-Video gezeigt. Und zwar ist das True Skin. Dieser Concealer, der ist richtig gut, meine Freundin. Freunde. Und überhaupt, der ist richtig gut. Benutze ich zurzeit am liebsten. So. Jetzt kommen wir zum Puder. Damit nutze ich im Moment ganz gerne Laura Mercier. Das ist ein mattierender Puder. Weil jetzt im Herbst, Winter mag ich es nicht mehr ganz so. Ach, guck mal. Oh, deswegen machen das bestimmt auch viele. Wisst ihr, was ich gar nicht leiden kann, wenn einer so macht? Kriegt zu viel. Dann mache ich das auch nicht. Ja, der Puder ist ein bisschen over the top. Puderpinsel auch neu gewaschen. Guckt euch das an. Ist ein Gedicht, ne? Freue ich mich auch jedes Mal. Weiß nicht warum. Könnte ich ja öfter machen, freue ich mich öfter. Aber irgendwie habe ich da auch nicht immer Lust zu. Jetzt geht das wieder, dass die schneller trocknen. Ich lege den immer, die Pinsel immer auf den Rand, also über den Rand, dass die Borsten so sind, auf die Heizung. Dann trocknen sie schneller, weil sonst dauert das immer ewig. Ihr seht, der Puder mattiert. Gibt aber ein ganz feines Hautbild. Also Puder auftragen mit Pinsel, no problem. Ich denke, es wird erst problematisch beim Lidstrich. Da habe ich richtig Angst vor, weil ich das mit normalen Nägeln schon kaum hinkriege. Als Bronzer benutze ich heute von Nabla. Sieht auch schon ganz schön vernudelt aus, ne? Der war jetzt schwerer aufzukriegen, ne? Weil das hier ist schon eine Hürde. Drehdinger gehen besser. Vielleicht muss man noch die Make-up-Produkte auf die Fingernägel ausrichten, dass du immer was zum Drehen hast, weil das geht relativ easy. Ja, Mama. Den Puder mag ich immer noch sehr, weil der eine tolle Farbe hat, super gut zu meinem Hautton passt, nicht gleich Krawoms braun macht. Seht ihr das? Gibt eine ganz feine Eintönung. Und das ist die Farbe Ambra. Habe ich schon öfter in Videos erwähnt.
ist ein super, super schönes Produkt. Und zwar, wenn du dann so ein bisschen Blassnase bist wie ich, nehme ich den gerne, pudere mir den hier noch hin und da so den Rest, so ein bisschen übers Gesicht, weil das kannst du mit der Farbe toll machen. So passt das dann alles ganz gut zusammen. Im Wangenbereich ein bisschen mehr, im Rest des Gesichts ein bisschen weniger und schick ist die Laube. Und so, das hätten wir auch. Sagt ihr denn da überhaupt zu? Manchmal habe ich ja auch Ideen, ne? So, das ist jetzt ein kleines Produkt, ne? Das ist ein Lidschatten. Der ist von so lange in Benutzung schon, dass die abgenudelt ist. Ach, wartet mal. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist es Warm Almond und war eine ziemlich teure Firma. Ist egal, weg ist weg. So, und jetzt bin ich gespannt. Guck mal. Oh, es hat geklappt. Finde ich gut, ist ein ziemlich neutraler, auch frisch gewaschen. Meine Güte. Und den mag ich gerne. Oh, der bringt heute ganz schön viel Farbe. Es liegt aber wahrscheinlich daran, weil der Pinsel so sauber ist. Sonst sehe ich das nicht so. Oh, die Haut heute war neu, ganz schön rein. Da bringt doch das Waschen vom Pinsel doch was, ne? Mhm. So. Und jetzt mal hier oben an den Augen noch so ein bisschen. So fresh. Augenbrauen muss ich auch mal wieder färben. Das mache ich ja immer noch mit dieser Henna-Farbe, die mir richtig gut gefällt. Ich lasse das Produkt, da ich aber nicht dunkelbraun, sondern blond bin, lasse ich immer nur 1 oder 2 Minuten drauf und dann nehme ich das mit einem Reinigungspad wieder ab. Und dann kommt eine Farbe zustande, die mir, guck dir das an, da muss ich jetzt aufpassen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Beängstigend ist das ja, wenn man in den eigenen Augen die Dinger sieht und... Alter, nee. Oh, warum sage ich immer Alter? Ihr seid gar nicht Alter. Ist so drin von früher, ne? Da haben wir oft Alter gesagt. So, jetzt noch ein neuer Pinsel. Oh, guck mal, wie fluschig der ist. Aber das sieht gut aus mit langen Nägeln, ne? Guck mal. Und was mache ich das alles? Das heißt, ich weichzeichne das jetzt. Und zwar genau, was hier so auf dem Bereich ist, damit ich keine harten Kanten habe. Schön aussieht. Ne? Jetzt wird spannend. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken, sonst überlebe ich das nicht. Ja, nee, klar, ne? Ich bin immer so stolz darauf, dass ich nichts zerstöre, ne? Siehst du das? Jetzt wollte ich den Deckel zumachen und was mache ich? Komme mit einer Nagelspitze, weil ich out of control in den Fingerspitzen bin, komme ich da rein und hau da so eine Macke rein. Herzlichen Glückwunsch. Das mag ich gar nicht. Erstmal Lippenpflege. Ist auch gefahrlos. Hm, riecht gut. Was ist denn das für einer? Von Nesana. Sehr schön. So, jetzt kommt's. Ich habe diesen Stift von Lottie London. Ja, bei einer Abo-Box. Und das ist ein AM to PM. Also ein long-lasting, langhaltbarer Eyeliner. Und da war noch die Packung, die Plastikverpackung drum. Ne? Ihr kennt mich, ich krieg schon mit normaler Fingernagellänge keine Verpackung auf, hat ewig gedauert. Und das habe ich jetzt vorher gemacht. Ich wollte das nicht riskieren, das mit diesen Nägeln machen zu müssen, weil definitiv das kann ich nicht. Auf jeden Fall ist das so eine. Und wo ist die Spitze? Da! Den finde ich sehr, sehr schön. Den dreht man so raus. Und ich habe den schon auf der Handoberfläche benutzt, also auf dem Handrücken. Der ist klasse. Und den trage ich mir jetzt auf und befürchte das Schlimmste. Also erstmal weit genug entfernt halten. Dann kommt es darauf an, ob ich dann die Kontrolle habe. Ich habe da was im Auge. Oh, wenn man vorsichtig ist, geht das. Aber ganz gut die Haare damit
bändigen, ne? In jeder Hinsicht. Also das finde ich ganz gut. Sabbel halten, Luft anhalten, durch. Geht. Ich muss sagen, ich bin total verspannt. Und gut, dass ich nur zwei Augen habe. Mein Spiegel beschlägt. Jetzt kommt noch ein kleiner Ring. Ich hoffe, den kriege ich auch noch hin. Sag ich euch, ist auch nicht so leicht, ne? Wenn du älter wirst, diesen Ring, weil ich will nicht so einen richtigen Goschding da haben, sondern so ein bisschen nur. Und den mit einem alten oder älteren Augenlid hinzukriegen, weil. So, jetzt Korrektur. Und gut, dass die Wattestäbchen so lang sind. Ich sag euch, die Produkte sind alle auf langnägelige, nagelige, nageltragende Frauen ausgerichtet. Sieht doch ganz ordentlich aus. Ne? Den zweiten mache ich off Kamera, weil sonst langweile ich euch. Da. Nachdem ich jetzt das Wattestäbchen von der Tischplatte wieder aufnehmen konnte, nach etlicher Zeit, kann ich jetzt leichte Korrekturen vornehmen. Ich habe es hingekriegt. Kann ich ja auch gleich eine Produktreview machen. Lotte London. Der AM to PM Stick ist nice. Richtig matt black, schwarz. Lässt sich aber nicht ganz einfach auftragen. Braucht ein bisschen Liebe. Weil er ist relativ trocken. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. So, jetzt tusche ich nochmal die Wimpern ein bisschen nach, falls das noch geht. Weil ihr wisst, damit ist es nicht ganz leicht. Das ist hier die Vicious von Nabla. Immer noch meine Lieblingsmascara. Sorry. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Details reinkriege. Nee, ist trocken. Ist der Nachteil, wenn man vorher Wimperntusche drauf macht. Hinterher noch einen dramatischen Augenaufschlag möchte. Nicht möglich. Lassen wir es, wie es ist. Eh schwarz genug. So. Jetzt kommt noch ein bisschen Fixing-Spray drauf. Zwar von Morphe, ihr seht, das habe ich ganz schön tolle benutzt, weil das gefällt mir wirklich gut. Riecht nach nix, hat einen vollen Sprühnebel und macht, was es soll. Erfrischend. Guck, und da hat die Mutter wieder Glowing im Gesicht. Sehe ich aus? So kann ich rausgehen, ne? Mach die Haare noch. Ja, aber ihr seht, das war echt nur Spaß. Und ich habe es mir tatsächlich viel, viel schwieriger vorgestellt, schwerer vorgestellt, als es tatsächlich jetzt war. Aber das liegt nur daran, also Produkte vom Tisch aufnehmen. Kennt ihr das, wenn ihr einen Cent fallen lasst und der liegt auf dem Boden und ihr habt Nägel und ihr versucht, den aufzuheben? Nahezu unmöglich. Also für mich, selbst mit normalen Längen. In den Nägeln habe ich schon Probleme mit denen. Möchte ich das gar nicht ausprobieren. Naja, vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Na, auf jeden Fall, ne? Thumbnail. Bescheuert, ne? Guck mal. Machst du so Hackfressen vor der Kamera. Nee, jetzt aber in den Kommentaren, ne? Was wollt ihr? Über Zucker reden? Über Inhaltsstoffe reden? Oder über tagesaktuelle Nachrichten, die mal so ein bisschen nicht gewöhnlich sind. Also ich will nicht mit euch über Wetter oder so reden, sondern ihr versteht, was ich meine. Ne? Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. So, und jetzt machen wir das mal ab. Geht. Guck, wie günstig. So kannst du deine Nägel auch ablackieren. Klebt echt. Au, der Nagellack mit dran. Prima Methode, muss ich mir merken. Ah. Siehst du? Ha! Ist das witzig. So, jetzt mache ich mir nämlich gleich meine Nägel neu. Habe ich ja ein paar neue Produkte. Den muss ich zweimal draufkleben. Das ist ja witzig. So kannst du den Nagellack entfernen, siehst du? Fast gänzlich.
Da sind sie wieder. Sehen fast entfernt aus, gar nicht so schlecht. Und die Nägel, das kriege ich jetzt mit Nagellackentferner ab. Und das kommt jetzt in den Wertstoffbeutel. Ich hoffe, die verwenden auch lilafarbene Fingernägel beim Müll und recyceln die wieder. Ich hoffe es inständig, weil ich brauche den nicht mehr. So, jetzt auf zum Maniküre-Nägel schneiden, alles schön machen, Video schneiden, Samstag für euch da. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz klein wenig Spaß und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Tschüssi.